Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Frau Ministerin, auch von meiner Fraktion alles Gute für Sie und Ihre Zukunft und danke für die gute Zusammenarbeit. Kurz vor Ende der Wahlperiode ringt sich die Koalition dazu durch, das Führungspositionengesetz II zur Abstimmung zu bringen. Das war knapp. Dieser Gesetzentwurf, der hier vorliegt, wurde durch weitere Kompromisse nochmals abgeschwächt. Das, liebe CDU-CSU-Fraktion, gleicht einem Unterbietungswettbewerb zur Frage, wie wenig Frauenförderung in einem Gesetz stecken kann. Um es klar zu sagen, mit der neuen Gesetzesfassung wird in den Vorständen keine echte Quote geben, sondern nur eine Mindestbeteiligung von einer Frau pro Vorstand, egal wie groß der Vorstand ist. Reine Männervorstände bleiben so weiterhin möglich, und auch die Übergangsfristen wurden noch mal verlängert. Welches Signal wollen Sie damit eigentlich an die vielen Frauen im Land senden, die endlich gleiche Chancen wollen? Es ist höchste Zeit für eine Modernisierung unserer Wirtschaft. Wenn alle Talente berücksichtigt werden und Vielfalt in den Führungsetagen abgebildet wird, sind die Entscheidungen ausgewogener. Diversität ist ein Gewinn, und Stay on Board ist auch einer. Und Deutschland hinkt um Jahrzehnte hinterher. Ein echter Kulturwandel in Chefetagen ist überfällig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn ich an die vergangenen Monate zurückdenke, wie die Lage und Nöte der Frauen viel zu spät in den Blick genommen wurden, dann lag das auch daran, dass in den Entscheidungspositionen noch immer überwiegend Männer sitzen, auch hier im Bundestag. Wer entscheidet, ist eben nicht egal. Und wir wollen den Kulturwandel jetzt. Dafür braucht es die kritische Masse von mindestens einem Drittel Frauen. Das zeigt die Forschung sehr klar. Das bestätigen auch die Erfahrungen von Vorstandsfrauen. Und wir haben in der Vergangenheit leider schon zu häufig gesehen, dass eine Frau allein es nicht richten kann, die männlich geprägte Kultur zu durchbrechen. Und darum haben wir Grüne einen konkreten eigenen Vorschlag formuliert und fordern in unserem Antrag eine feste Quote von mindestens 33% für alle börsennotierten und mitbestimmten Unternehmensvorstände. Die Quote soll auf dem Weg zur paritätischen Repräsentanz ab dem Jahr 2025 auf 40% ansteigen. Und wir Grüne wollen, dass die Unternehmen verbindliche Pläne für alle, auch für die unteren Führungsebenen, aufstellen. Denn faire Chancen müssen alle Frauen, egal auf welcher Stufe der Karriere sie sich befinden, bekommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend noch ein Wort zu den Aufsichtsräten. Warum sind Sie so zaghaft hier? Die Quote für Aufsichtsräte wirkt, und die Unternehmen kennen diese Quote, und sie haben mit einer Ausweitung gerechnet. Genau der Zeitpunkt, endlich diese Ausweitung auf den Weg zu bringen, denn bislang ist nur eine Gruppe von rund 100 Unternehmen betroffen. Wir wollen in der nächsten Legislatur eine Ausweitung auf mehr Unternehmen und eine Erhöhung auf 40% erreichen. Der Weg für eine moderne Wirtschaftspolitik muss geebnet werden, denn das ist jetzt dran. Vielen Dank.